Karneval, wenn die MeToo-Debatte Pause hat. Je nach Region dauert es ein paar Tage oder fast 5 Monate. Und damit liebe Grüße an die 3 bis 4 noch nüchternen Zuschauer in Köln. Blau, 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 macht den Zian. Für Karnevalsliebhaber ist es die schönste Zeit des Jahres. Denn dann sind sie so blau, dass sie nicht mehr mitdenken müssen. Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Diesem Faschingsfaschismus können die Hasser so gut wie gar nicht entfliehen. Beinahe jeder öffentlich-rechtliche Sender zeigt voller Stolz das Karnevalsprogramm seiner Region. Und das ist eine unfassbare Menge. Da stellt sich die Frage, warum wird so viel gezeigt? Und warum finden wir das alle so unfassbar nervig? Jetzt! Sehen Sie im Anschluss bei RTL Experiment Extrem. Der Tag, an dem Kölner auf den Karneval verzichteten. Das ist so krass. Das ist so krass. Ich kann nicht mehr. Fasching, Fastnacht, Karneval. Unabhängig vom Namen wird beinahe in ganz Deutschland gefeiert. Wobei die Terrorhochburg ganz klar das Rheinland ist. Und wie über jedes wenigstens im Ansatz kulturelle Ereignis wird darüber berichtet. Etwa 95 Sendungen zeigen ARD, ZDF und die dritten im Januar und Februar. Das klingt nach viel und das ist es auch. Vor allem, weil es kaum jemand sehen will. Laut einer repräsentativen Umfrage von Hör zu sind 38% aller Zuschauer genervt von Karnevalssendungen im TV. Jeder zweite der 30- bis 44-Jährigen schaltet sogar ganz ab. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal repräsentativ und Hör zu in einem Satz sage, aber so ist es halt. Das sind sehr renommierte Ergebnisse. Aber warum nervt gerade junge Menschen dieser ganze Karnevalskram im Fernsehen? Es beginnt mit den Dialekten und den Charakteren. Schnell merken wir, Karneval ist eine Regionssache. Denn jede der Regionen hat eine eigene Art zu feiern. Und das hier ist nur die Liste der Begrüßungen. Und ja, die sind alle echt. Halex, Aloha und Killewau. Meine Begrüßung ist aber viel inklusiver. Prost! Und zu jeder Region kommt natürlich der Dialekt. Und ein Franke hat vielleicht Probleme, Kölsch zu verstehen oder ein Düsseldorfer Bayerisch. Hui, da sage ich mal, Dialekt mich am Arsch. Wow! Somit können Dialekte je nach Ursprung der Sendung und des Zuschauers ziemlich nervig werden. Denn niemand kann erwarten, dass jeder jeden Dialekt spricht oder gar nur annähernd versteht. Doch, da war doch etwas. Ja, Frühling, Faser ist gerade so schön. Guck, der gute alte Riet hockt auch wieder auf seinem Postamentli. Oh. Der hockt noch von letztes Jahr. Was hat die gesagt? Soll ich lachen? Die lachen. Okay. Auch die Charaktere bei den Sitzungen sind fast immer dieselben. Wenn man Glück hat, ist es ein semi-bekannter Comedian aus der Region, der das Ganze moderiert. Dann kommen Sie nach Ports, wir sind ein Shopping-Paradies. Bei uns gibt es nur Fachgeschäfte. Fürs Schrottwichteln. Schön. Wenn man aber Pech hat, ist es eine Witzgranate, exklusiv eingekauft für die ältesten Zuschauer im Saal. Setze, glaub mir eins, und Frau wie mich grüße nicht mehr. Ich sag, das will ich hoffen. Und Kinder für das komplett anspruchslose Seniorenpublikum im Saal, das mal was Süßes sehen will. Ich weiß, wie hoch die Schule ist. Ja, wie hoch denkst du denn? Ja, so 1,20 Meter. Ja, wie kommst du denn auf 1,20 Meter? Na, ich bin 1,30 Meter und die Schule steht mir bis hier. Und aus irgendeinem Grund immer mit dabei, Markus Söder. Hier zu sehen noch vor der kommenden Machtergreifung dieses Jahr. Und damit wären wir auch bei den Kostümen und den Umzugswagen. Klar, Karneval und Kostüme sind untrennbar wie Scrabble-Abende und sich anschreiende Freunde. Gymnasist ist ein Wort, du Gymnasist. Doch wenn wir uns die Umzüge und die Sitzungen genauer anschauen, bemerken wir, so richtig Mühe geben sich da die wenigsten. Es ist mehr so die Karnevals-Uniform-Tradition, die da dominiert. Wobei Querstreifen ja auch schlank macht. Schlechte Kostüme und überall Erbrochenes. Also wie bei unserer Safari-Katze und ihrer Eyes Wide Shut Party. Auch die Stars auf der Bühne gehen bei der Kostümwahl lieber auf Nummer sicher. Da hätten wir die Putzfrau, schön altbacken und massenkompatibel. Oder der Hausmeister mit den komischen Zähnen. Das ist vielleicht nicht nervig, aber weckt beim jungen Publikum wirklich gar kein Interesse. Vor allem nicht, wenn man permanent vor Augen hat, was die Amis zu ihrem Kostümfest an Halloween machen. Aber so ironisch, wie es auch klingen mag, beim Karneval geht es tatsächlich weniger um die Kostüme, sondern um das Gefühl und um die Provokation und die Satire. Wie hier bei diesem Umzugswagen, der das Thema Trump eher wenig subtil anpackt. Und apropos Satire, ein weiterer Punkt ist die Comedy. Ja, Karneval soll vor allem eins sein, lustig. Vor allem die Prunksitzungen rühmen sich zum Schreien, komisch zu sein, mit Star-Comedians und allem drum und dran.
Und den Spaß lassen sich die Veranstalter auch ordentlich was kosten. Für eine normale Sitzung fallen rund 20.000 Euro Gagenzahlungen an. Bei einer Fernsehsitzung sind es etwa 45.000 Euro. Und wie bei den Dialekten ist auch der Humor sehr regional. So dass der Schwabe nicht über die Rheinland-Gags lacht und so weiter. Weil auf die Ü40-Partys in Aachen, da kann jeder kommen, unabhängig vom Alter. Weil das Ü40 bezieht sich nicht auf das Alter hier, sondern auf die Anzahl der Wochen seit dem letzten Sex. Und wir, die von TV-Karneval genervt sind, lachen eben gar nicht. Und ja, das ist jetzt subjektiv. Humor ist bekanntlich Geschmackssache. Aber wer zum Teufel blättert denn für so etwas insgesamt 45.000 Euro hin? Sehen Sie zu mir, weiß auch, dass die meisten Männer nach dem Sex schon nach 10 Minuten einschlafen? Oh, sagt er, das ist aber gefährlich. Sehen Sie, wieso ist das gefährlich? Ja, sagt er, sind die meisten doch noch am Heimweg. Der wäre mit unserer Abo-Glocke für ein Drittel des Preises gut bedient. Treffe sich zwei Frauen. Die eine meckert, einmal neue Schuhe, schon kriege ich Blasen. Sagt die andere, komisch, bei mir ist sie genau umgekehrt. Und dieses Geräusch eben war ein Tusch, quasi die Lachschleife für Karnevalssitzungen, die markiert, wann Leute zu lachen haben, auch wenn es gar nicht lustig ist. Also praktisch zum Vertuschen von schlechten Witzen. Gespielt von der Band Touché. Woo, Touché! Du magst sie, oder was? Ich kenn sie nicht mal. Dann ist da noch die Musik, die ordentlich zum Nervfaktor beiträgt. Ha, wer kennt es nicht? Der Dezember kommt und die Weihnachtszeit kündigt sich mit diesem Lied an. Last Christmas, I gave you my heart. Genau dieselbe Ohrwurmhölle ist die Karnevalszeit. Je nach Region werden immer dieselben Lieder durchgenudelt. Und sie ändern sich auch nicht. Das war Mainz 1974. Und das ist Mainz 2011. Das ist der neueste Tanz. Aus der Geschichte nichts gelernt. Der schlimmste Übeltäter ist in diesem Fall allerdings die Karnevalshochburg Köln. Dort hat das Subgenre Karnevalsmusik sogar ganze Bands ermöglicht, wie die Höhner. 1972, der Höhnerhof Rock hielt Einzug in die Sitzungssäle und durch die geschickte Ausnutzung von Programmlöchern kam die Band nach und nach zu rund 120 Auftritten pro Saison. Und nun sind sie aus Köln nicht mehr wegzudenken. Aber der nervigste Aspekt bleibt die schiere Menge. Tja, warum macht beinahe jeder öffentlich-rechtliche Sender etwas? Weil es die edelste Aufgabe eines jeden Senders ist, das kulturelle Geschehen in der Region abzubilden. Und wenn dann das kulturelle Geschehen auch noch Quote bringt, super. Denn die Generation 50+ schaltet immer noch gerne ein und generiert so Millionenquoten. Wie zum Beispiel bei Mainz bleibt Mainz mit über 6 Millionen Zuschauern. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die Leute diesen Massenfrohsinn einschalten. Der Medienexperte Joachim Trebbe verweist darauf, dass die Terrorgefahr dem karnevalistischen Humor neue Fans beschert haben könnte. Lachen gegen Angst sozusagen. Letztendlich bedeutet das, egal ob man es mag oder nicht, Karneval bleibt da. Ob im TV oder auf den Straßen, man kann ihm nicht entkommen. Außer man fährt nach Ostfriesland. Dort explodieren zur Fastnacht die Hotelpreise. Campingplätze sind überschwemmt von Wohnmobilen aus Köln und Düsseldorf. Alles voller Karnevalsflüchtlinge. Wer hätte das gedacht? Der Himmel auf Erden in Ostfriesland. Abgastests, die sind verwerflich. Der Affe ist doch sterblich. Drum gebe ich dem Schimpansen Bier. Abonnieren, das tut ihr hier. Drum müsst ihr auf die Glocke klicken, sonst wird der Assi eure Mutter. So richtig schön zum Essen ausführen. Ich habe hier vorne an der Ecke einen tollen Italiener gesehen. Vielleicht ein bisschen Lasagne al forno, Saltimbocca, irgendwas, lecker Weinchen, Pinot Grigio. Ja, und dann gehen wir nach Hause und dann werde ich deine Mutter ficken. Richtig hart ficken.